Nun habe ich ja schon einige Videos veröffentlicht, wie man mit OpenVPN Zensur umgehen kann und vor allem auch in der Verbindung mit S-Tunnel, also dass man durch Firewalls durchkommt, die einen wegblocken. Jetzt konnte ich natürlich die Zensur nicht wirklich live testen. Ich sitze in Deutschland und da haben wir noch zum Glück ein relativ freies Internet. Nun habe ich aber einen VPN-Anbieter gefunden, nämlich NVPN. Der hat tatsächlich einen Server im Iran stehen. Also der hat ihn auch im Iran stehen. Nicht nur so eine Fake-IP, die dann aus dem Iran kommt, sondern der Server steht auch im Iran. Dadurch kann ich jetzt die Zensur mal testen. Ich bin jetzt hier auf der Seite iran.ir. Jetzt müssen wir erstmal eine Seite finden, die geblockt wird. Das ist zum Beispiel youtube.com. Wenn ich jetzt YouTube.com ansurfe, kommt das. Also ich verstehe es nicht, aber das ist auf jeden Fall die Seite, die zuschlägt, wenn man auf eine zensierte Webseite geht. Genau diesen Screenshot kann man auch bei Wikipedia bewundern. Man wird dann unten läuft so ein kleiner Counter, man wird dann irgendwann umgeleitet zu einer anderen Seite. Jetzt natürlich die Frage, wie komme ich um diese Zensur herum? Zum Beispiel mit RVPN wäre jetzt natürlich mein Ansatz gewesen, aber bei RVPN.org komme ich gar nicht auf die Seite. Also die VPN-Anbieter sind natürlich auch gesperrt, sind natürlich auch zensiert. Die gute Nachricht ist aber, wenn man die Software schon irgendwie bekommen hat, zum Beispiel das Tor-Netzwerk, ausführen kann ich die und ich kann mich auch anmelden mit RVPN. Also ich habe jetzt hier mal RVPN aufgemacht und habe mich in meinen Account eingeloggt. Und jetzt probieren wir mal verschiedene Protokolle durch, ob die denn funktionieren. Dazu gehe ich jetzt mal auf Einstellungen, hier in der Protokolle. Und hier ist der Haken bei Automatik, den nehme ich mal raus. Und ich würde jetzt mal ganz provokativ dieses Teil hier nehmen. UDP 1194. Steht auch da, offizielle OpenVPN-Port. Also, wenn die iranische Regierung VPN-Verbindungen blockiert, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass diese Verbindung nicht zustande kommt. Ich klicke jetzt hier auf Save und sage jetzt mal hier Connect to a Recommended Server. Und was er macht, er verbindet sich jetzt zu einem niederländischen Server. Ich bin mal gespannt. Also, das wundert mich jetzt ein bisschen. Die Verbindung ist tatsächlich zustande gekommen. Das können wir ja ganz einfach testen, indem wir jetzt auf youtube.com gehen. Jetzt bin ich also quasi in zwei VPNs verbunden, einmal mit dem iranischen und dann mit dem niederländischen. Das heißt, das kann jetzt etwas dauern, bis YouTube aufgeht. So, also YouTube hat jetzt tatsächlich geladen und die Verbindung ist ja auch hergestellt. Von daher würde ich sagen, ist die Firewall aus dem Iran nicht wirklich effektiv, denn sie können ja ganz einfach den Port blocken, auf dem OpenVPN kommuniziert. Um das sicherzustellen, sollten wir aber auf jeden Fall nochmal ein anderes Protokoll probieren. Trenne mal die Verbindung, gehe nochmal auf Protokolle und wähle mal TCP 443 aus, klicke auf Speichern und sage Connect to Recommended Server. Also diese Verbindung ist jetzt tatsächlich nicht zustande gekommen. Also scheint doch die Firewall ein bisschen aktiv zu sein. Irgendwie zwar auf dem Port, nicht von OpenVPN auf dem Port, aber auf dem Port 443. Jetzt testen wir mal, ob wir auch da herumkommen, indem ich nochmal hier auf RVPN und Preferences klicke und gehe nochmal in die Protokolle. Und hier gibt es ja den SSH und SSL-Tunnel und der sollte wirklich funktionieren. Wir gehen nochmal auf den gleichen Port, das ist Port 443, nutzen aber diesmal den SSL-Tunnel. Klicke ich mal hier auf Save und klicke nochmal Connect. Und hier hat jetzt die Verbindung funktioniert. Also es kommt tatsächlich auf das Protokoll an, welches man wählt. Ich würde jetzt auch nochmal hier YouTube neu laden und dann schauen wir mal, ob wir auch auf YouTube kommen. Ja, kommen wir. Kein Problem. Also, mit RVPN kann ich die iranische Zensur umgehen. Man braucht scheinbar nicht mal den S-Tunnel, aber mit S-Tunnel, wie man sieht, funktioniert hier ganz gut.